Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich heiße Stefano Troiani und bin der stellvertretende Chef des Militärischen Nachrichtendienst. In meiner Funktion zusammen mit unserem ganzen Team bearbeiten wir täglich die Ereignisse, die wir feststellen in der Ukraine-Krieg und versuchen, entsprechende Erkenntnisse und Konsequenzen für die Schweiz zu erarbeiten. Es ist ungewöhnlich, dass Vertreter oder Angehörige der Nachrichtendienste sich in der Öffentlichkeit richten. Wir versuchen somit, Ihnen Informationen oder Überlegungen aus erster Hand zu geben, um eben die Möglichkeit zu geben, so nah wie möglich zur Realität zu sein. Wir möchten zum Beginn erinnern, dass dieser Konflikt, der seit Monaten gestartet hat und in unsere Häuser eingedrungen ist, das hat Überlegungen, Gedanken, auch Ängste verursacht. Wir möchten versuchen, diese Themen einzuordnen. Das wird uns eventuell die Möglichkeit geben, auch das besser zu verstehen und vielleicht auch sogar mehr Vertrauen in die Maßnahmen, die wir in unserem Land haben. Zum Beginn können wir sagen, dass die Schweiz ein kleineres Land ist als die Ukraine. Und wir haben eine Dimension, die leicht größer als was die Krim-Peninsula ist. Und wir wissen auch, dass unser Land, die Hauptstadt Bern zur Hauptstadt Kiew, das sind etwa 1740 Kilometer, es ist weit und nicht weit. Aber ein wichtiger Faktor, das wir bereits zum Beginn sagen wollen, ist es, dass den Krieg, den wir jetzt, wovon wir Zeuge sind, grundsätzlich in einem Nachbarstaat des Angreifers ist. Diese Tiefe, die wir haben zwischen dem Konflikt und der Schweiz, ist in dieser Situation nicht gegeben. Die Geschichte des Konfliktes hat begonnen seit mehreren Monaten. Wir haben beobachtet bis Februar dieses Jahres, wie Streitkräfte des Angreifers von Russland grundsätzlich sich positioniert haben an die Grenze in russischem Territorium, aber auch in Belarusien, mit der narrative Übungen vorzubereiten. Diese ganze Kräftekonzentration hat dazu gebracht, dass mehrere Kräfte zusammengebracht wurden auf verschiedene Regionen des Landes, insbesondere weil diese verschiedenen Fähigkeiten nötig sind, um einen effektiven Angriff auszuüben. Diese Kräftekonzentration, die wir hier gesehen haben, hat so viele Diskussionen provoziert. Wir haben das in den Medien folgen können. Und lange war es nicht klar, ob es einen Angriff tatsächlich kommen sollte oder nicht. Dieser Angriff ist vor einigen Monaten im Februar dieses Jahres tatsächlich gestartet worden. Und wir haben in einer ersten Phase festgestellt, wie Seiten des Angreifers verschiedene Fronten gleichzeitig geöffnet worden sind. Die Eröffnung so viele Fronten ist schon per Definition eine logistische Herausforderung. Und wir haben auch gesehen in unseren Beobachtungen und Erkenntnissen im Einsatzgebiet oder im Kriegsgebiet, dass tatsächlich die Versorgung der Kampfverbände ein Problem war. Kurz zur Erinnerung, wer hat diese Bilder vergessen, der Kolonne von Lastwagen und gepanzerten Fahrzeugen, die aus Norden Richtung Kiew gefahren sind. Fast 60 Kilometer, eine lange Kolonne, die über Tage stecken geblieben ist, beziehungsweise nicht vorgerückt hat, bis das nachher es zurückgefahren ist. Warum ist das passiert? Wir werden das versuchen auch zu verstehen, aber sicher ist es, dass die Angreifer nicht einen so starken Widerstand seitens der ukrainischen Armee und der ukrainischen Bevölkerung erwartet haben. Diese erste Phase mit all diesen vielen Fronten, die geöffnet worden sind, ist eine schwierige Phase, um alle die operativen Ziele zu erreichen, was wir vermuten, dass die russischen Streitkräfte hatten. Und es hat zu einer Reorganisation gebracht. Diese Reorganisation, die wir in der rechten Seite der Folie sehen, wo die Kräfte zurückgezogen worden sind, wieder zur Reorganisation bis nach Russland gefahren sind, um nachher die Kriegshandlungen
im Bereich der Donetsk- und Donbass-Region weiterzuführen bzw. zu verstärken. Wir haben dort eine gewaltige Kräftekonzentration festgestellt, mehrere Armeen, die sich positioniert haben und nachher grundsätzlich diesen Kampf unterstützt haben. Was interessant ist, wenn wir kurzer nachher ein wenig mehr in Detail gehen werden, ist, dass wir eine Boden- und eine Luftdimension haben, die verschiedene Charakteristiken hat, die auch ähnlich zur Schweizerischen Territorium sind. Und wenn wir jetzt tatsächlich auf unserem Gebiet, auf diese Karte konzentrieren und wir sehen eigentlich auf diese andere Karte, dass wir unser Territorium haben, von der Dimension, dass wir hier mit unserem Landes haben, das entspricht plus minus diese Dimension, die wir hier haben. Und für uns als Armee, es gibt uns auch die Möglichkeit, die Kräfteansätze so zu beurteilen, dass wir mit ähnlichen Bedingungen analysieren können, wie wurde überhaupt ein Gegner, der auf dem Boden die Schweiz angreifen will, grundsätzlich mit wie vielen Verbänden auch angreifen. Die Besonderheiten der Länder, die wir haben, und wir uns konzentrieren jetzt auf diesem Gebiet, helfen uns auch zu verstehen, warum diesen Kampf möglicherweise nicht so einfach sei. Weil das Gelände ist per se in der Geschichte der Kriegsführung ein wichtiger Faktor. Und alle Täler, alle Berge zwingen Verbände zu kanalisieren und somit kann die ganze Feuerkraft eines Verbandes nicht gebraucht werden. Gleichzeitig mit den Flüssen oder Seen in einem Land werden zusätzlich Angreifer gezwungen, Brücken zu benutzen, was grundsätzlich auch zu einer Konzentration von Kräften bei den Fluss entlang generiert. Und wir haben auch aus den Medien gesehen, wie volle Verbände zerstört worden sind, während sie gewartet haben auf eine Brückenüberquerung, Flussüberquerung, dort wo eine Brücke gerade zerstört wurde. Diese Bedingungen des Geländes, das wir feststellen, insbesondere im aktuellen Kriegsgebiet, die können wir auch erkennen in der Schweiz. Und die Schweiz ist ein Gelände, der gut zu verteidigen sei, aber trotzdem braucht bestimmte Maßnahmen, damit es funktioniert. Und ich möchte kurz eine kleine geografische Zusammenfassung machen von das, was ich schon damals in der Offizierschule gelernt hatte, 1986. Die Schweiz charakterisiert sich mit einem sehr, sehr starken Gelände hier auf dem ganzen Alpengebiet. Eine Kriegführung in diesem Gebiet ist nicht möglich in der konventionellen Art, wie man sich vorstellen könnte. Gleichzeitig haben wir im Nordenbereich die Jura-Bergen, die auch eine Kanalisierung der Kräfte erzwingen, aber nicht die gleiche Tiefe haben innerhalb unseres Landes, wie das Jura haben kann. Und deswegen die Täler, die hier transversal fahren, zwingen einen Gegner, sich zu kanalisieren, aber trotzdem ermöglicht ziemlich schnell auf dem Plateau zu kommen, den wir hier haben, mit den ganzen überbauten Gebieten und die meisten Städte, die grundsätzlich auch dort positioniert sind. Gleichzeitig haben wir auch eine starke Dimension mit der Gewässer, mit den Seen, sei es den Lac Léman, sei es den Konstanzer See, mit unseren Flüssen, die großen Flüsse wie der Rhein, der die ganze Grenze grundsätzlich bis zu Basel durchfährt. Wir haben die Reuss, wir haben die Aare, wir haben alle diese Flüsse, die zwingen einen Gegner, der vorrückt grundsätzlich, über Brücken zu gehen. Und diese ist eine Ähnlichkeit, die echt interessant ist, wenn wir zurück auf der Karte des Kriegsgebietes, weil wir könnten uns vorstellen, dass die Schwierigkeiten eines Gegners hier ähnlich sind mit Schwierigkeiten, die ein Gegner bei uns haben würde. Da wir grundsätzlich einen offenen Gespräch führen möchten, wir verzichten auf tatsächliche operative Dokumente und Karten, die wir jetzt in unsere täglichen Arbeit benutzen. Und ich habe mich die Freiheit genommen, ein Referenzbild zu nehmen, das man auch in den öffentlichen Quellen, wir nennen das OSINT, Open Source Intelligence, nennt man das bei uns. Und das gibt uns ein ziemlich realistisches Bild, welche Kräfte
aus einer Seite und möglicherweise auf der anderen Seite grundsätzlich eingesetzt werden. Das ist nur ein Referenzbild mit einer Präzisionsquote, die sicher interessant ist, für diesen kurzen Vergleich zu machen. Aber wenn wir nachher die Dimension der Schweiz positionieren mit der geografischen Konfiguration in diesem Gebiet der Karte, in der Region von Severodonetsk, dann können wir nachher auch schauen, welche Kräfte überhaupt gebraucht werden oder positioniert werden entlang der Landesgrenze, wenn ein hypothetischer Angreifer uns angreifen würde. Und das sind die Überlegungen oder die Analyse, die wir im Rahmen unserer Tätigkeiten machen, um nachher zu unterstützen, was die mögliche Weiterentwicklung der Armee oder unsere Verteidigungsdispositive aussehen können. Ich habe jetzt viel über die Bodenkomponente gesprochen. Selbstverständlich, es gibt keinen Bodenkampf ohne eine Luftkomponente. Eine Luftkomponente, die einerseits in der Luft operiert, Flugzeug gegen Flugzeug, aber auch zur Unterstützung der Bodentruppen operiert. Das kann ein Flugzeug gegen einen Panzer sein oder es können auch Flugzeuge gebraucht, zum Beispiel zur Lageverfolgung und Informationsübermittlung an die Bodenkräfte. Wir haben das auch beobachtet in den ukrainischen Krieg und Sie haben auch sicher gesehen, seit Beginn auch in den öffentlichen Medien, wie viel es eingesetzt wurde, um mögliche Fliegerabwehr und Mittel der elektronischen Kriegführung der ukrainischen Streitkräfte zu zerstören. Das sind operative Fähigkeiten, ich werde auf das kurz zurückkommen, die nötig sind, um den Krieg zu führen. Und ein Gegner oder ein Angreifer versucht, sich einen Vorteil zu beschaffen, indem er diese operative Fähigkeiten zerstört, bevor dass es überhaupt zu einem Bodenstoß geht. Es ist nicht möglich, ein Land zu verteidigen, ohne eine Boden- und Luftkomponente, die technologisch die Leistungen entspricht, was grundsätzlich gebraucht wird. Und die Herausforderung ist grundsätzlich, dass die Technologie des Verteidigers muss immer mindestens so gut sein wie diejenige des Angreifers. Und im Rahmen der Streitkräfteentwicklung, das ist auch ein wichtiger Aspekt, dass wir mit der Beurteilung der Lage in der Ukraine versuchen zu unterstützen. Diesen Krieg in der Ukraine hat aber auch weitere Elemente gebraucht, die sehr interessant waren. Wir haben alle vor einigen Monaten gedacht, die Angreifertruppen kämpfen oder greifen mit Panzer an. Wir brauchen Panzer. Diese Frage ist heute noch nicht beantwortet. Dass wir Panzer brauchen, ist es sicher. Aber nicht unbedingt, um gegen Panzer direkt zu wirken, sondern um möglicherweise eine Gefechtsform zu definieren, die eben in der modernen Kriegsführung effizienter sein wird. So, in dieser Konfiguration haben wir die Herausforderung, diese Elemente zu erkennen aus dem Kriegsgebiet, die uns ermöglichen, die richtigen Konsequenzen zu ziehen. Und es ist zurzeit ein wenig früh, um tatsächlich diese Konsequenzen zu ziehen. Einige interessante Beispiele, die wir festgestellt haben, sind, dass die Drohnen ein wichtiges Mittel der Kriegsführung geworden sind. Sei es bewaffnete Drohnen, die hauptsächlich gepanzerte Fahrzeuge bekämpft haben, oder auch andere operative Ziele. Wir haben auch sogenannte taktische oder kleine Drohnen gesehen, wo leidenschaftliche Drohnenflieger plötzlich zu Soldaten geworden sind, sogar Verbände zusammengebaut wurden, mit Drohnen selbst gebaut und angepasst, die so weit waren, die in der Lage waren, die Lageverfolgung, um Ziele zu identifizieren, für die Kampftruppen sicherzustellen, aber auch so weit gebaut wurden durch Amateur-Drohnenflieger, so weit gebaut wurden, die sogar auch Sprengkörper runterfallen konnten auf ein Ziel. Und hier sehen wir die Kreativität und die Besonderheit dieser Verteidigungswille, die, glaube ich, sehr stark erkannt wurde bei den Streitkräften sowie auch bei der Armee, bei der Bevölkerung. Wir haben gesehen, wie viele Bürger sich mobilisieren ließen am Anfang und während des Konfliktes. Nach kurzer Vorbereitung mit bestimmten Fähigkeiten, zum Beispiel Panzerabwehrwaffen, Ausbildung in Einsatz und versuche einfach einen Panzer zu zerstören und komme nachher zurück. Das ist nicht so weit weg von unserer Dimension der Milizarmee. Dieser Verbund zwischen Armee und Bevölkerung. Ich bin selbst
ein Milizsoldat, der das voll amtlich macht. Aber ich glaube, diese Dimension ist eine zusätzliche Stärke, die unsere Armee zeigen kann in einem solchen Konflikt. Wir haben aber auch gesehen, dass im Rahmen der totalen Verteidigung einen sehr konkreten Verbund gab zwischen Bevölkerung und Armee, der so weit ging, dass man der Bevölkerung auf Social Media gesagt hat, die Armee kämpft die harte Ziele, diejenigen, die zurückschießen. Dafür sind wir ausgebildet, dafür sind wir ausgerüstet, dafür sind wir bereit. Die Bevölkerung, wir alle, die für unser Land stehen wollen, soll in der rückwärtigen Linie, in der Versorgung, dort, wo der Angreifer verwundbar ist, weil er sich nicht schützt, da er keinen Gegner erwartet, dort soll die Bevölkerung grundsätzlich operieren. Und das ist auch nichts Neues. Wenn ich auch denke an den Zweiten Weltkrieg mit der Maquisard, glaube ich, heißt das in Französisch, in Frankreich, oder die Partisanen in Italien, überall, wo es Krieg gab, ab des paramilitärische Verbände, die versucht haben, die Streitkräfte zu unterstützen, sehr oft hinter der Linie. Somit, wenn wir diese ganze Überlegung versuchen zusammenzufassen, was wir feststellen, ist es, diesen Krieg hat uns sicher beunruhigt. Wir haben Ängste, wir lieben Frieden und Stabilität und jetzt wir stellen uns Fragen. Und einige der Fragen, die wir im Rahmen der Armee stellen, ist es, sind wir aufgestellt vor eine Verschlechterung der Lage? Die Aufgabe der Armee ist, das Land zu verteidigen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es so weit kommt, ist über der Aufgabe der Armee. Und somit vorbereiten wir uns und analysieren wir, was würde passieren, wenn wir das Land verteidigen müssen und wie könnte es das so machen in einer modernen Dimension, damit wir unseren Auftrag erfüllen können. Zu diesem Zweck gibt es vier Elemente, die wir als Prioritäten haben in der ganzen Verfolgung der Lage in der Ukraine und auch in der Vorbereitung für unsere Armee der nahe und der mittleren Zukunft. Die erste ist die Antizipation. Antizipation, wo es darum geht, so weit wie möglich nicht basierend auf einer Kristallkugel zu beantworten, was passieren könnte, aber basierend auf Fakten und Erkenntnissen, die uns eine glaubwürdige Entwicklung sicherstellen können. Den zweiten ist die Bereitschaft. Eine Armee muss bereit sein mit der Ausrüstung, mit der Ausbildung, mit den personellen Ressourcen. Und diese muss permanent sein mit einer Stufe dieser Bereitschaft, der angepasst ist der Bedrohung. Und das ist eine der Herausforderungen, die direkt aus der Antizipation ermöglicht zu definieren, ob wir im Rahmen der Bereitschaft etwas anzupassen haben. Zum Dritten haben wir die Weiterentwicklung, weil Sie kennen vielleicht diesen Satz, dass man oft in der Vergangenheit gehört hat, vielleicht auch nur im militärischen Bereich, dann entschuldige mich für das, die Aussage, man muss sich vor den nächsten Krieg vorbereiten und nicht vor den letzten. Und das ist grundsätzlich Ziel der Weiterentwicklung. Das ist möglicherweise das Schwierigste, zu wissen, was wir in 5 oder 10 Jahren brauchen werden. Und Sie sehen, das sind Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind. Und das ist sicher etwas, das armeeweit mit vollem Herzblut und Konzentration jetzt thematisiert wird. Und zum vierten Element, das Aufrechterhalten der Leistungsfähigkeit. Unsere Armee hat Vorbereitungen, die gemacht werden müssen, bevor das einen Konflikt sich entwickelt. Sei es logistische Basis, Führungseinrichtungen, Materialreserve, Munitionsreserven und so weiter. Diese Leistungsfähigkeit müssen wir grundsätzlich schützen, bevor das zu einem Angriff kommt. Ich habe erwähnt, wie die Fliegerabwehrfähigkeiten und die elektromagnetische und die Mitte der elektronischen Kriegsführung zerstört worden sind oder man versucht hat, das zu tun, bevor dass ein Konflikt am Boden ausgelöst wurde. Eben diese Fähigkeiten müssen wir schützen, sonst sind wir gar nicht mehr in der Lage, unseren Auftrag zu erfüllen. Und zum Schluss gestatte ich mir, dieses Bild zu bringen, weil auch im Bereich der Antizipation, der Bereitschaft, der Weiterentwicklung und der Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit geht es um Timing. Jeder kann sich vorbereiten
und kann früher beginnen als ich. Er kann beginnen, seinen Sprint zu rennen. Aber wenn ich später starte zu rennen als er, muss ich nachholen. Ziel ist es, dass am Moment, wo der Konflikt oder die Konfrontation zwischen den zwei Kriegsparteien kommt, dass wir bereit seien. Und im Rahmen der nächsten Sequenzen, die wir euch anbieten werden, werden wir eben Fragen zur Antizipation beantworten. Wir werden Fragen zur Hybridität der Kriegsführung thematisieren. Und zur Hybridität möchte ich noch erwähnen, wir haben jetzt gesprochen von Boden, wir haben gesprochen von Luft. Die moderne Dimension hat auch eine unsichtbare Dimension und das ist möglicherweise diejenige, die am komplexeren ist, weil für uns am meisten Unbekannten hat, da es stark von der Kreativität eines Angreifers abhängig sein kann. Somit freue ich mich auf unsere nächsten Beiträge und bedanke mich für euer Interesse. Schönen Tag.